Hey, ich bin's, euer Kesto und ihr, meine Zuschauer. So muss es sein heute. Mal wieder aus der Küche, Kesto in der Küche und wir machen cool gehacktes Pfanne. Gut, alles klar. Dann fangen wir als erstes mit der Zwiebel an und zwar schälen bzw. streichen die Enden ab. Dann lässt sich das auch einfacher entfernen. Bisschen Messer zur Hilfe, zack, zerrupp. So, und die gute Ramses-Dose. Deko muss stehen. So, zurück zur Zwiebel. Die vierteln wir jetzt wie immer. Also einmal in der Mitte und dann zwei, dreimal längs und von oben noch einmal. Noch Haut, die kann noch höchst. So. So, und das gleiche natürlich auch nochmal mit der anderen Hälfte. Alles klar, die Pfanne, die habe ich schon vorbereitet. Zwiebeln sind geschnitten. Dann das Gehacktes und die Zwiebeln ab ins Öl. Gehälfte, Hälfte daneben, nicht so schlimm. So, das Ganze lassen wir jetzt bei geringer Hitze schön langsam anbraten. So, das Ganze, das klingt schon gut, das lassen wir jetzt schön braten. Dann machen wir drüben weiter. Und zwar als nächstes die Kartoffeln. Natürlich als erstes alle schälen. Das ist immer mühselige Arbeit, aber zum Glück kommen hier nicht so viele Kartoffeln dran. Da geht es schon einmal. Jo, als nächstes, wenn wir dann alle geschält haben, dann schneiden wir die natürlich auch noch in kleine Würfelstücken. Dass das nicht so lange dauert, bis die durch sind, aber noch eine gute Bissfeste haben. So habe ich es am liebsten. Wenn es zu matschig ist, dann kann ich ja auch gleich ein Püree machen. Das Ganze sieht dann in etwa so aus. Alles klar, alle Kartoffeln geschnitten. Das bedeutet Seitenwechsel. So, alles klar. Und das Gehacktes ist jetzt schön gebraten. Dann können wir schon eine Tasse Wasser rankippen. Und natürlich unsere Kartoffeln mit dazu. Umrühren, Deckel drauf und sozusagen köcheln lassen. Voilà, und schon geht's ab zum Kohl. Jetzt der Kohl, den haben wir schon abgewaschen. Die ersten Blätter, die machen wir trotzdem ab. Der lag halt in der Kaufhalle offen rum. Ich will nicht wissen, wer oder was da drauf gehustet hat, schon angefasst. Also abwaschen, die ersten zwei, drei Blätter ab. Das langt und dann immer in der Hälfte durch. So, ganz einfach. Dann nochmal halbieren oder beziehungsweise nicht halbieren, sondern
So, sprich, vom Strunks abschneiden. Das auf keinen Fall wegschmeißen, denn da ist meisten Fickdomine, Meistergeschmack. Das muss einfach nur ein bisschen kleiner geschnitten werden, geköchelt werden. Das ist mir das Liebste an den ganzen Kohlkopf. Aber weiter zum Kohl an sich. Der schön, schöne klein. Der wird schöne klein, dass das dann später auch nicht so lange dauert. Und das dauert schon echt lang genug. Und das natürlich mit dem ganzen Kohlkopf. So, dann die andere Hälfte auch, aber da mache ich kurz einen Cut. Bis gleich. Wunderbar, der Kohl ist geschnitten, speziell nochmal zum Strunk hier einfach das vertrocknete Ende abschneiden und dann schöne kleine Stückchen. Mir persönlich schmeckt das immer noch am besten. Aber so ordentlich klein. Ja. Das passt. Die Stiele, die sind natürlich auch am stärksten, also gleich als erstes mit rein in die Pfanne. Und dann direkt schon mal eine Stufe höher stellen auf jeden. So, den ganzen Kohl geschnitten. Jetzt ist es natürlich so ein mächtiger Topf voll. Aber da ist ja Haufen Wasser, Haufen Flüssigkeit drin, was sich nach und nach abkocht und absetzt sozusagen. Also so pipapo im 10-Minuten-Takt machen wir immer mal eine Handvoll rein in die Pfanne. Und dann bekommen wir auch schon alles runter. Umrühren. Und dann wird das ganz wichtig, Deckel immer drauf. Wunderbar, die Zeit, die können wir natürlich nutzen, die 10 Minuten, und uns schon mal an die Gewürze machen. Da haben wir Salz, Pfeffer, ich nehme immer gerne noch ein bisschen Paprikapulver und Knoblauch. Für den, der es mag, was nicht so mag, scharf. Ich würde mal sagen, so von jedem schöner Esslöffel voll. Das ist eine mächtige Portion. Das ist gut viel. Da kann auch viel Gewürz dran. Ein Esslöffel Salz. Ein Esslöffel Paprikapulver. Pfeffer. Chili, da darf ich leider nicht so viel, wie ich gerne würde, sonst kriege ich einen Wanz voll von Schatzi. Das wollen wir nicht, also nur ein bisschen. Und Knoblauch. Und Knoblauch, jawohl. So, dann haben wir hier unsere Gewürzmischung. Und die schmeißen wir jetzt da drüben dran. Und verrühren bei der Gelegenheit. Wenn wir direkt schon die nächste Hand. Yes. Cool. Machen wir Kohlpfanne, also mit einer Handvoll Kohl drauf da. Deckel drauf und die nächsten 10 Minuten abwarten. Was ebenfalls wichtig ist, in dem Prozess, wir verlieren dauerhaft
ein Haufen Flüssigkeit. Und wir wollen natürlich nicht, dass uns der ganze Mist anbrennt. Also regelmäßig prüfen, gucken und immer mal eine Tasse Wasser wieder dran kippen. Umrühren, bis das nächste dran kann. So, Zeit für Nachschub, also wieder Handvoll dran da und ganz wichtig, den Wasserverlust nicht nur im Körper, auch in der Pfanne ausgleichen, sonst brennt es uns an, Deckel drauf und warten. Und das Umrühren nicht vergessen, ja, reicht. Rauf. Alles klar, die Pfanne ist voll. Wenn ich sage, dass sie voll ist, also einmal geht noch. Und Deckel. So, und kochen, das soll ja nicht nur Stress sein, jetzt auch einfach mal entspannt ein bisschen köcheln lassen, ne? Das Ganze ist jetzt alles abgekocht soweit, die Pfanne ist an sich fertig. Natürlich wollen wir auch noch Geschmack. Unbekanntlich ist Fett ein Geschmacksträger, also nochmal auf jeden ein schöner Schuss Sahne dran. Jawohl. Und an alle Bub da draußen, Sahne, das gibt doch ordentlich Tinte auf den Füller. So, da ist er. Das ist meine Kohlpfanne. Also guten Appetit. So, jawohl. Das war mein Video zu meiner Kohlpfanne. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es nachmacht. Ich hoffe, ihr macht es nach. An sich, sonst ein Peace und bis zum nächsten Mal.